Schönen guten Tag. Heute möchte ich mich zuerst mal bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie das ganze Semester durchgehalten haben und sogar jetzt, wo dann die akute Klausurenphase beginnt oder weiß nicht, ob sie schon begonnen hat, sich immer noch die Vorlesung live anhören. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Riechen und Schmecken. Und es spiegelt so ein bisschen die Gewichtung des Riechen und Schmeckens in der Vorlesung wider, nämlich so die allerletzte Vorlesung mit der Bedeutung, die das Riechen und Schmecken bei uns Menschen hat. Also es gibt ja ganz viele Tiere, Ratten, Mäuse, bei denen der Geruchssinn eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Bei uns Menschen ist im Laufe der Evolution diese Wichtigkeit doch ziemlich zurückgegangen und die Gene, die früher für den Geruchssinn verantwortlich waren, die wurden zum Teil auch von anderen Sinnesleistungen sozusagen gekapert. Den Geschmackssinn, den werden wir so in der letzten Viertelstunde von der letzten Vorlesung abhandeln. Und der Geschmackssinn ist aber insofern auch einfach, weil der Geschmackssinn sehr, sehr rudimentär ist. Also beim Riechen kann man ganz, ganz viele Gerüche voneinander unterscheiden. Und obwohl die Bedeutung des Geruchssinns bei uns Menschen, für uns Menschen nicht mehr so hoch ist, so sind wir trotzdem noch ziemlich gute Riecher. Beim Geschmackssinn, da ist eigentlich die evolutionäre Bedeutung nur sozusagen die richtigen Nahrungsmittel, die der Körper braucht, zu erkennen. Nämlich, wenn man Energie braucht, dann isst man irgendwas Süßes, wo viel Zucker drin ist. Oder wenn man der Körper mehr Salz braucht, dann nimmt man irgendwas Salzhaltiges auf. Und die sauren und die bitteren Nahrungsstoffe, die dienen eigentlich nur dazu, eben diese Nahrungsmittel zu vermeiden, weil sie zumindest früher meistens darauf hinwiesen, dass es irgendwie schädliche oder unbekömmliche Nahrungsmittel sind. Das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil wenn wir über Geschmack reden, dann man redet ja immer, wir haben guten Geschmack und man geht in Restaurants und viele Leute denken, sie haben einen sehr, sehr hervorragenden Geschmackssinn. Ja? Aber dieser Geschmackssinn, diese Illusion des Geschmackssinns kommt zum großen Teil daher, dass der Geruch und der Geschmack ganz intensiv zusammenarbeiten und dass man eben das Aroma wahrnimmt und dass der Geruch einen ganz, ganz großen Teil der Geschmackswahrnehmung ausmacht. Darum fangen wir jetzt erstmal mit dem Geruch an. Ich habe ja im Laufe des Semesters immer bei vielen Sinnes- und Wahrnehmungsleistungen so Demos mit dabei gehabt, ja, diese monochromatischen Lampen, um das Farbensehen zu illustrieren, die Hohlmaske, um das Tiefensehen zu illustrieren. Und heute, wo es um den Geruchssinn geht, habe ich eine Stinkbombe mit dabei. Und die werde ich jetzt hier natürlich nicht. Obwohl ich schon sagen muss, also es wird mich schon mal reizen. Aber das mit den Stinkbomben, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil es ist nämlich ziemlich viel oder es ist ein signifikanter Aufwand an Forschung betrieben worden, ob es nicht einen Geruch bzw. einen Gestank gibt, der praktisch die Menschen sofort vertreiben würde. Also, wenn ich irgendwas mir überlegen müsste, wie ich sie möglichst schnell aus dem Hörsaal rauskriege, okay, da müsste ich einfach sagen, okay, Vorlesung fällt aus heute. Wenn ich sie rauskriegen wollte und sie trotzdem hierbleiben wollte, oder wenn eine Demonstration irgendwie aufgelöst werden soll, ja, da gibt es Wasserwerfer, Tränengas, aber das ist alles irgendwie ziemlich schädlich, ja, damit verletzt man die Menschen, aber wenn es einen Geruch gäbe, wenn ich da wirklich nur eine Stinkbombe schmeißen bräuchte, um die Menschen zu vertreiben, das wäre alles sehr viel einfacher. Und darum wurde auch wirklich Forschung betrieben. Und es wurde dann auch im Laufe der Zeit die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
hat Forscher beauftragt, so Untersuchungen durchzuführen, und die haben dann den US Government Standard Bathroom Male Odor entwickelt. Also das ist praktisch geballte Scheiße. Ich vergesse immer, dass ich aufgenommen werde. Das schneiden wir hinterher raus. Nee, aber das Problem damit besteht, also dass der Geruchssinn, dass vieles von dem Geruchssinn eben nicht unbedingt angeboren ist, also die Affekte, die damit einhergehen, sondern dass die erlernt sind und kulturell unterschiedlich sind. Und es gibt fast keinen Geruch, der wirklich über alle Kulturen hinweg die Leute so beeindruckt, dass sie alles liegen und stehen lassen und wegrennen. Von daher ist es so, dass auf so Demonstrationen und so weiter weiterhin Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt werden. Gut, also wir werden uns heute Geruch und Geschmack ansehen. Und ich habe schon gesagt, dass also der Geruchssinn für bei uns Menschen eine geringere Rolle spielt. Und das sieht man auch daran, dass also weniger als 1% unserer Gehirnmasse für die kortikale Verarbeitung des Geruchssinns zuständig sind. Das ist ganz, ganz wenig. Bei allen anderen Sinnen, beim Sehen, da geht es in den visuellen Kortex, das ist hier so ein ganz ziemlich großes Stück Gehirn. Beim auditorischen System ist hier im Temporallappen ein großer Teil nur für die Analyse von akustischen Reizen zuständig. Beim Tastsinn haben wir hier so diesen Streifen hinter der Zentralfurche. Das ist alles sehr, sehr viel Verarbeitungsmasse. Beim Geruchssinn ist es deutlich weniger. Der Geruchssinn unterscheidet sich auch in vielen anderer Hinsicht von den anderen Sinnen. Ja, wir hatten immer physikalische Reize, und jetzt elektromagnetische Strahlung oder Schall, also Luftdruckschwankungen oder Druck auf der Haut. Bei den chemischen Sinnen, beim Geruch und Geschmack, da ist es so, dass wir wirklich die Moleküle der Reize in uns aufnehmen. Das heißt, die Rezeptoren setzen sich direkt mit den Reizen auseinander. Den Transduktionsprozess, wie bei vielen anderen Systemen, der ist da ganz, ganz direkt. Ja, die Moleküle, die docken an den Rezeptoren an. Und das führt dann zu den elektrischen Veränderungen. Das hat auch zur Folge, dass die Rezeptoren sehr, sehr viel mehr beansprucht werden und dann auch leichter kaputt gehen. Und das ist auch ein großer Unterschied von Geruchs- und Geschmackssinn gegenüber den anderen Sinnen. Die Rezeptoren werden ständig erneuert. So alle 10 bis 14 Tage werden die Rezeptoren in der Riechschleimhaut und auf der Zunge praktisch vollständig erneuert. Das ist anders beim Hören zum Beispiel. Wenn so eine von diesen 3500 Haarzellen kaputt geht, dann ist sie kaputt. Ja, dann kann man die zugehörige Frequenz dann praktisch nicht mehr hören. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen auf die biologische Bedeutung oder die verbliebene biologische Bedeutung eingehen, dann über Geruchsempfindungen sprechen und dann gucken wir uns die Physiologie an und die Kodierung der Geruchsreize im Gehirn, in der Nase und im Gehirn. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist auch ein Unterschied zu allen anderen Sinnessystemen. Beim Sehen, ja, da wissen wir, dass das visuelle Umfeld praktisch wie auf dem Foto erst auf der Netzhaut und dann im visuellen Kortex abgebildet wird. Man spricht von einer retinotopen Repräsentation. Beim Hören sind die Frequenzen der akustischen Reize in der Hörschnecke repräsentiert, durch die Positionen der Hörschnecke, und auch im auditorischen Kortex gibt es noch diese tonotope Repräsentation. Beim Tasten ist die Repräsentation somatotop, ja? Also Orte, die Neurone, Rezeptoren, die auf der Haut nah beieinander liegen, also benachbarte Hautstellen kodieren, die sind dann auch im Gehirn, im sensomotorischen Kortex nah beieinander. Beim Riechen
hat man schlichtweg keine Ahnung. Man weiß nicht, wie das kodiert ist. Und die Frage ist, die große Frage, die sich stellt, weiß man es nicht, weil es einfach keine solche systematische Repräsentation gibt, oder weiß man es nicht, weil man es einfach noch nicht rausgefunden hat. Und darum ist das Riechen wirklich ein ganz, ganz aktives Forschungsfeld. Also da beißen sich gerade ganz, ganz viele Forscher die Zähne aus. Gut. Ich habe schon gesagt, mehrfach gesagt, also die Leistungsfähigkeit des Geruchssinns ist bei Menschen im Vergleich zu anderen Lebewesen gering. Und das liegt daran, dass, also es gibt bei fast allen Tieren, gibt es genetisch angelegt ungefähr 1000 verschiedene Geruchsrezeptoren. Und bei Menschen sind nur noch 350 dieser Gene aktiv. Also beim Hund sind es ungefähr 800 und bei der Ratte sind es ungefähr 1000. Es ist auch so, dass wir haben in jedem Nasenloch so ungefähr 10 Millionen von diesen Geruchsrezeptoren. Ja. Die sind dann eben wieder verteilt auf diese 300, 400 unterschiedlichen Typen. Und zum Beispiel ein Bluthund, der hat 200 Millionen. Also deswegen können manche Tiere eben feiner nuanciert riechen. Die haben mehr Geruchsneurone und mehr verschiedene Geruchsrezeptoren. Das Riechen ist aber auch wenn man jetzt diese Leistungsfähigkeit mal weglässt, irgendwie ein bisschen anders als die anderen Sinne. Also der Mensch kann ungefähr 100.000 verschiedene Gerüche unterscheiden, aber es ist sehr, sehr schwierig, diese Gerüche immer zu benennen. Ja? Also diese Unterscheidung, natürlich hat das mit den 100.000 Gerüchen niemand gemessen. Ja? Das geht nicht. Man macht Schätzungen, man untersucht ein paar Gerüche und extrapoliert dann. Ja? Und so kommt man da auf 100.000 verschiedene Gerüche. Es gibt andere Schätzungen, die liegen bei ein paar Trillionen. Aber ich glaube, die sind nicht besonders realistisch. In diesem Paradigma, um die Geruchsunterscheidung zu testen, das ist ein Paradigma der Triaden. Das heißt, es werden drei Geruchsreize dargeboten und einer davon ist unterschiedlich. Und die Versuchsperson sagt dann nur, in welchem von den drei Intervallen dieser unterschiedliche Reiz dargeboten wurde. Die Untersuchung ist sehr, sehr aufwendig, weil man immer den Geruchsreiz auch sehr, sehr schnell adaptiert. Und dann muss man immer 30 Sekunden warten zwischen den Durchgängen, bis man den nächsten machen kann. Ja, beim Visuellen oder beim Auditorischen, da geht es zack, zack, zack. Beim Riechen ist es sehr, sehr, sehr langwierige Prozedur. Das begriffliche Erfassen, also auch wenn einem die Begriffe nicht einfallen, man kann das dann irgendwie so beschreiben, dass irgendwas riecht wie Veilchen. Ja? Aber wenn man dann diesen Geruch vergleicht mit richtigen Veilchen, dann riecht es doch ein bisschen anders. Also würde man dann sagen, so veilchenartig. Also das ist sehr schwierig, diese Gerüche begrifflich zu erfassen, aber man kann das trainieren. Und Leute, die für Parfümhersteller arbeiten oder auch auf Weingütern, die lernen eben bestimmte Ausdrücke dann auch zu benutzen für ganz, ganz feine Unterschiede. Gerüche haben sind sehr, sehr speziell im Hinblick auf das Gedächtnis und im Hinblick auf Emotionen. Und der Grund dafür ist, dass die Information über Gerüche, also die Information aus dem Riechkolben, praktisch direkt in das limbische System geht, das für die Gedächtnisfunktion und für die emotionalen Funktionen sehr wichtig ist. Also Gerüche bleiben ganz, ganz lange oder können ganz, ganz lange im Gedächtnis behalten bleiben, ja, sodass man sich sogar nach Jahren dann wieder an speziellen Geruch erinnert. Wenn Sie jetzt die Vorlesung anhören und dann irgendwie hinterher geprüft würden, dann würden Sie sich noch an viele Sachen erinnern. Nach einer Woche wäre es weniger,
nach einem Monat noch weniger, ja, und man kriegt so eine typische Gedächtniskurve, in dem die Gedächtnisinhalte eben langsam, aber stetig abfallen. Und zum Zeitpunkt der Klausur, die ja noch ganz in weiter Ferne liegt, da haben sie dann alles vergessen. Wenn sie es nicht wiederholen ständig, ja, was sie natürlich machen. Bei den Gerüchen ist es anders, da sind die Vergessenskurven sehr, sehr flach. Also da, man kann sich an diese Gerüche weiter erinnern und es liegt daran, dass einfach die Gerüche direkt sozusagen in die für das Gedächtnis relevanten Regionen kommen. Also der Thalamus ist nicht dazwischen geschaltet. Und das Gleiche gilt für die Emotionen. Die Gerüche bringen oft eine Änderung der Affektlage mit sich. Das heißt, die meisten Gerüche werden als positiv oder negativ eingeschätzt. Und das kann man übrigens auch, ohne dass man die Gerüche dann begrifflich kennzeichnen müsste. Das geht ganz schnell von selber. Und was ich eingangs schon gesagt habe, also diese Gefühlskomponente, die ist nicht angeboren, ja, sondern die ist erworben und also es hängt auch vom aktuellen Zustand des Organismus ab. Es haben tatsächlich Forscher ein Experiment gemacht, wo sie Leute den Geruch von Bananen beurteilen haben lassen und dann festgestellt haben, dass nachdem sie die Leute mit Bananen vollgestopft haben, der Geruch nicht mehr so angenehm empfunden wurde. Aber es gibt auch andere, also Gerüche, zum Beispiel, also Babys finden manche Gerüche als vollkommen neutral, die von Erwachsenen als sehr, sehr unangenehm empfunden werden. Ja? Und wer von Ihnen schon mal eine Windel gewechselt hat, der weiß, von wo ich rede. Oder bestimmte Käsesorten, die können schon sehr, sehr unangenehm riechen für manche Leute und manche andere Leute finden das ganz, ganz toll. Das heißt also, da ist viel Lernen mit dabei. Der Geruchssinn, der spielt als Fern- und Nahsinn in mehreren Lebensbereichen eine Rolle, vor allen Dingen bei der Nahrungssuche und Aufnahme. Weil also wir suchen jetzt nicht mehr so sehr mit dem Geruch nach Nahrung, sondern nehmen uns im Supermarkt die verpackten Sachen raus, aber da kommt evolutionär gesehen die Bedeutung her. Aber es spielt eben auch noch rudimentär eine Rolle für die Regelung sozialer Beziehungen. Und ganz, ganz wichtig ist einfach, dass der Geruchssinn und der Geschmackssinn noch viel, viel mehr, das sind die sogenannten diese Torwächter-Sinne, ja, die helfen uns eben, die Aufnahme schädlicher Stoffe zu vermeiden, ob das Gase sind oder Brandgeruch oder eben irgendwelche scheußlich schmeckenden Sachen. Der Geschmackssinn hilft uns, dass wir eben dann die nicht schlucken. Beim Tieren hat der Geruchssinn also eine viel, viel größere Bedeutung im sozialen Bereich, über die Markierung von Jagdrevieren, mit Hilfe von Geruchstoffen oder vor allen Dingen auch bei der Fortpflanzung, ja, dass eben die Fortpflanzungsfähigkeit durch die Ausschüttung bestimmter Geruchstoffe gekennzeichnet wird. Beim Menschen hat diese biologische Bedeutung ist es zurückgetreten, aber man kann das, also es wurden in den letzten Jahrzehnten verschiedene Experimente durchgeführt, die zeigen, dass da zumindest noch ein bisschen was von dieser biologischen Bedeutung vorhanden ist. Beispiele für solche Experimente sind hier aufgeführt. Zum Beispiel wurde da gemessen, inwieweit Versuchspersonen Unterhemden, die 24 Stunden getragen wurden, erkennen können. Und zwar gab es da auch wieder entweder Unterhemden, die man selber getragen hat, Unterhemden, die von einer Frau getragen wurden oder von einem Mann getragen wurden. Und das konnten die Versuchspersonen ziemlich gut machen. Also 13 von 16 Personen konnten das alles korrekt zuordnen. Wobei man sagen muss, dass das ein bisschen konfundiert ist, also den eigenen Geruch. Da ist man ziemlich adaptiert, den nimmt man nicht mehr so wahr.
Und generell ist es so, dass Männer die Tendenz haben, stärker zu riechen. Nicht besser, aber stärker. Das heißt, also das wäre da eine Möglichkeit, um das auseinanderzuhalten. Aber man ist scheinbar auch noch empfindlich für bestimmte fortpflanzungsrelevante Gerüche. Also die Geruchswahrnehmung hängt zum Teil von hormonalen Zustand ab. Also es gibt eine niedrige Empfindlichkeit, wenn Frauen die Pille einnehmen. Es wird auch immer gesagt, dass die Frauen irgendwie besser riechen können, wenn sie schwanger sind. Das ist aber eher, also die Studien, die es gibt, die diese Geruchswahrnehmung untersucht haben, die fanden da keinen Unterschied, aber scheinbar sind dann die dadurch ausgelösten Emotionen stärker. Und vor 7 Jahren gab es eine Studie, da wurden Männern T-Shirts dargeboten, die Frauen länger getragen haben, und wenn dann die T-Shirts waren von Frauen, die während der Eisprungphase waren, dann führte das zu höheren Testosteronausschüttungen bei den Männern. Also so ganz, ganz niedere Instinkte, die dann noch in uns schlummern. Aber bei den Tieren, da spielt jetzt natürlich eine viel, viel größere Rolle, und die haben extra auch ein Organ, das sogenannte vomeronasale Organ, wo diese Duftstoffe, die sogenannten Pheromone, verarbeitet werden. Und ich will Ihnen jetzt eine Studie zeigen, die belegt, dass es auch bei uns Menschen noch solche eigentlich unbewusste Duftwahrnehmung gibt. Aber die Studie, die ich Ihnen, die wirklich belegt hat, dass es diese Pheromone auch noch bei uns Menschen gibt, das sind 2 Studien. Ja. Und von einer Psychologin namens Martha McClintock. Und die Martha McClintock, die hat in Harvard studiert und hat im Studentenwohnheim gewohnt. Und hat dann irgendwie festgestellt, dass so die Menstruationszyklen von den Bewohnerinnen da irgendwie sich langsam synchronisieren. Und das hat sie dann genau untersucht und hat dann die Bewohnerinnen von dem Studentenwohnheim, die mussten dann 1 Jahr lang ein Notizbuch führen, und dann wurde statistisch ausgewertet, und dann kam tatsächlich raus, dass so zwischen Oktober, also Semesterbeginn, und März nach dem ersten Semester, da die Zyklen sich deutlich angenähert haben, und zwar nur von Paaren, also die jetzt sich ein Zimmer teilen oder eben ganz eng befreundet waren. Als Kontrolle wurden dann natürlich zufällige Paare von Bewohnerinnen gewählt, und da kam das nicht raus. Also das war irgendwie ein Beleg. Und die Martha McClintock, die war eine sehr aufgeweckte Studentin, Harvard, ja, Elite, die hat es dann auch publiziert, und zwar in Nature, das ist das Journal, das ist so der heilige Gral der Wissenschaft. Aber die Studie stand irgendwie so ein bisschen allein. Ja. Es war irgendwie schon klar, dass das wahrscheinlich stimmt, aber es wurde halt, die Frage war, wie kann sowas passieren? Ja? Wie, der Mechanismus, der war nicht bekannt, und deswegen haben viele Forscher das irgendwie so ein bisschen skeptisch gesehen. Und 1998, also 27 Jahre nachher, da war die Martha McClintock Professorin an der University of Chicago, also die hat ihr Potenzial da voll erfüllt und hat sich dann wieder mit dem Thema beschäftigt und hat aber diesmal dann das experimentell untersucht. Und das wurde so gemacht, dass die Duftproben von den Spenderinnen entnahm und dann diese Duftproben den Empfängerinnen verabreicht hat. Wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Ja, also es wurde jetzt nicht so, also die Duftproben wurden unter der Achselhöhle genommen und das Darbieten, also man hat die nicht unter die Nase gerieben, sondern die wurden in Alkohol gelöst, so dass diese Duftproben, also es waren Wattebausch in Alkohol, die haben dann eigentlich nur noch nach Alkohol gerochen. Und dann wurden die so an der
Oberlippe aufgetragen. Und dieses, und da hat sich herausgestellt, dass das Achselsekret vom Beginn des Zyklus die Periode der Empfängerinnen verkürzt und das Achselsekret aus der späten Phase des Zyklus die Periode verlängert. Und das heißt, das ist praktisch der Mechanismus, wie dann zu so einer Synchronisation kommen kann. Und das Erstaunliche daran ist einfach, dass es wirklich zeigt, dass diese Pheromone, also wie die Tiere auch dieses spezielle Sinnessystem haben, dieses vomeronasale Organ, dass die auch beim Menschen durchaus noch aktiv sind. Und die evolutionäre Rolle, die, ich weiß nicht, kann man sich überlegen, dürfen Sie darüber nachdenken. Also die Pheromone können auch beim Menschen wirksam sein. Okay. Jetzt gehen wir mal auf die Geruchsempfindungen ein und schauen wir, was überhaupt zu einer Geruchsempfindung führen kann. Ja, es ist ja immer so, bei den ganzen anderen Sinnen, wir können nur Sachen wahrnehmen, für die wir Rezeptoren haben. Und das Gleiche gilt bei den Duftstoffen, bei den Molekülen, die Geruchsempfindungen auslösen. Duftstoffe sind erstmal chemische Moleküle, die müssen ein paar Eigenschaften haben, sonst können die gar nicht zu den Rezeptoren, an die Rezeptoren rankommen. Ja, die müssen in der Luft löslich sein, die müssen Wasser abstoßen und klein sein. Aber nicht alle Moleküle, die diese drei Eigenschaften haben, kann man auch riechen. Zum Beispiel, was man nicht riechen kann, sind Methan, Kohlenmonoxid oder Sauerstoff. Sauerstoff, der umgibt uns in der Luft. Und es würde wenig Sinn machen, wenn wir den riechen könnten. Und wenn wir den riechen könnten, dann wären wir wahrscheinlich ziemlich schnell vollständig adaptiert. Das heißt, diese Sauerstoff-Riechrezeptoren, die würden ständig was signalisieren, was dann irgendwo ziemlich schnell rausgefiltert wird. Kohlenmonoxid ist schon ein bisschen relevanter. Das ist ein sehr gefährliches Atemgift. Also wenn das über die Lunge in den Blutkreislauf gelangt, dann behindert es den Sauerstofftransport im Blut und führt dann zum Tod durch Erstickung oder zu irreparablen Gehirnschädigungen. Und also einige der bekanntesten Patienten in der Neuropsychologie, also zum Beispiel auch diese Patientin DF, die Objekte nicht mehr richtig die Orientierung einschätzen kann, aber die noch richtig greifen kann, ja, die hatte auch eine Kohlenmonoxidvergiftung und das liegt daran, weil das Kohlenmonoxid aus dem Verbrennungsrückstand anfällt und wenn dann irgendein Boiler oder irgendein Gerät defekt ist, dann strömt das Kohlenmonoxid aus und da wir das nicht riechen können, können wir da auch nichts machen. Ja? Und warum, das sieht jetzt, hört sich so an, dass das wäre eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man das Kohlenmonoxid riecht, aber das hat im Laufe der Evolution, da ist es eben nicht aufgetreten und natürlich kommt das praktisch fast nicht vor, oder bevor wir eben angefangen haben, Sachen so zu verbrennen. Und deswegen haben wir eben da keine Sensoren dafür. Und bei Methan ist es ähnlich, also das ist zwar nicht giftig, aber schon auch schädlich, aber die natürliche Konzentration ist einfach auch sehr gering. Das heißt also, wir riechen nur Stoffe, für die wir auch Rezeptoren haben. Das sind Stoffe, die im Laufe der Evolution halt wichtig für uns sind. Und das Problem, das große Problem des Riechens, wie ich vorher schon gesagt habe, ist, dass es keinen klaren, erkennbaren Zusammenhang gibt zwischen der chemischen Struktur von dem Molekül und dem damit verbundenen Duft. Man würde sich ja vorstellen, man geht jetzt als Chemiker her, guckt sich so ein Modell dieser Moleküle an und ordnet diese Moleküle dann den verschiedenen Düften zu und dann gucken wir an, also ob die Moleküle, die ähnliche Gerüche hervorrufen, ähnliche Geruchsempfindungen hervorrufen, dann auch eine ähnliche Struktur haben. Und das funktioniert überhaupt nicht. Also die Moleküle können ganz, ganz unterschiedlich sein und den gleichen
die gleiche Geruchsempfindung hervorrufen und die können sehr, sehr ähnlich sein und ganz unterschiedliche Geruchsempfindungen hervorrufen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Man weiß da nicht so recht weiter. Und ein Teil der Forscher glaubt, dass man einfach das Prinzip noch nicht gefunden hat und ein anderer Teil glaubt, dass es einfach so eine Art kombinatorischer Code ist, dass einfach unterschiedlich, also da gehe ich dann später noch drauf ein, wenn wir zur Physiologie kommen, dass einfach verschiedene Moleküle sich an verschiedene Rezeptoren andocken können und je nachdem, wie die Mischung dieser Rezeptoren ist, nehmen eben einen bestimmten Geruch wahr. Also dass praktisch kein System dahinter steckt, keine einfache Repräsentation. Die Riechschwelle ist die niedrigste Konzentration, bei der man den Geruchstoff entdecken kann. Und die Riechschwelle, die wird normalerweise gekennzeichnet als die Anzahl der Moleküle von einem Duftstoff in einer Parts per Billion, also in einer Billion Luftmolekülen. Aber diese Billion, das ist eine amerikanische Billion. Die Billion im Englischen, Amerikanischen, das ist bei uns eine Milliarde. Und also von daher sind es Teile pro Milliarde. Und die Riechschwellen, die können ganz, ganz unterschiedlich sein. Ja, für Methanol, das ist so ein bisschen wie Weingeist, da braucht man 141.000 Moleküle von dem Methanol in einem Milliarde Luftmoleküle, um den Duft entdecken zu können. Bei anderen Düften kann das ganz viel, viel niedriger sein. Aceton, das ist so ein Hauptbestandteil von Nagellackentferner. Also Nagellackentferner, das riecht schon ziemlich kräftig. Da braucht man nur 15.000 Moleküle. Und bei Formaldehyd, das ist noch unangenehmer, da braucht man 170 Menthol. Das ist zwar nicht so unangenehm, aber trotzdem auch sehr, sehr kräftig. Da braucht man nur 40 Moleküle in einer Milliarde Molekülen Luft. Und bei Butylmercaptan, da sind es 0,3 Moleküle. Das heißt, da ist die Konzentration ganz, ganz niedrig. Und was man hier schon irgendwie so ein bisschen erkennen kann, ist, desto unangenehmer die Sachen werden, desto empfindlicher ist man. Und das Butylmercaptan, das ist zum Beispiel in dem Sekret von Stinktieren drin. Das stinkt schon ziemlich stark. Also Gott sei Dank weiß ich nicht, wie das Sekret von Stinktieren riecht. Ich will es auch nicht wissen. Aber es ist ziemlich schlimm und es wird auch benutzt, also zum Beispiel, um Erdgas zu odorieren, ja, damit man, wenn Erdgas irgendwo ausströmt, das sofort merkt. Und der Geruch ist dann natürlich ganz, ganz leicht, aber das ist das Butylmercaptan. Oder eben wird es zum Teil auch an Bäume dran gestrichen, damit die Rehe und Hirsche die Bäume nicht anfressen. Es hat also schon eine sehr starke Wirkung. Das sind die Detektionsschwellen. Also man ist eben ganz unterschiedlich empfindlich für unterschiedliche Stoffe. Also bei diesen niederen Konzentrationen kann eine Geruchsempfindung ausgelöst werden, aber man kann dann nicht unbedingt eine Aussage über die Art des Duftes machen. Das ist sozusagen die Wahrnehmungsschwelle, die Detektionsschwelle. Man nimmt nur wahr, dass irgendwas riecht. Und dann bei einer höheren Konzentration, oftmals so bis zum Faktor von 3, wird die Erkennensschwelle erreicht, dass man dann den Geruch wirklich erkennen kann. Man kann dann vielleicht immer noch nicht richtig benennen, aber man weiß dann zumindest so ungefähr, was es ist. Und wie gesagt, also besonders für unangenehm riechende Stoffe ist die Nase des Menschen sehr empfindlich. Wenn die Konzentration sich dann ändert, also wenn hier die Duftkonzentration steigt,
Dann kann man auch messen, wie die Empfindungsstärke steigt. Und beim Riechen ist dieser Zusammenhang, diese Potenzfunktion hat dann Exponenten von ungefähr 0,5 oder 0,6. Das heißt, es steigt sehr langsam an im Vergleich zu anderen Sinnen. Beim visuellen und auditorischen, da steigt die Empfindungsstärke sehr, sehr schnell. Und die Unterschiedsschwelle, die kennzeichnet ja auch so eine Sinnesmodalität, wie gut man jetzt in Abhängigkeit von der Konzentration zwei Reize unterscheiden kann. Und die ist für die meisten Sinneswahrnehmungen, zum Beispiel Helligkeit oder Bewegung, was weiß ich, so ungefähr bei 5%. Beim Riechen ist sie um die 11%. Das heißt, der Unterschied beim Riechen muss deutlich größer sein, damit man den wahrnehmen kann. Und die 11%, das ist auch erst ein Schätzwert, den man vor nicht allzu langer Zeit so genau messen konnte. Früher hat man angenommen, dass es ungefähr bei 20% liegt, also dass man das Gerüche noch schlechter unterscheiden kann. Aber das lag darin, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Anzahl der Moleküle zu kontrollieren, die in der Nase dargeboten werden. Und früher wurde es oft mit Wattebäuschen gemacht und da kann man es praktisch nicht kontrollieren, wie viele Moleküle jetzt zur Riechschleimhaut gelangen. Und jetzt gibt es eben Anordnungen mit Schläuchen, die dann in die Nase eingeführt werden, wo man das dann ziemlich genau, ziemlich exakt bestimmen kann. Und da hat man gefunden, dass die Unterscheidungsfähigkeit doch um einiges besser ist als früher gedacht, nämlich 11% statt 20%, aber trotzdem noch schlechter als bei den meisten anderen Sinnen. Das andere, was beim Riechen anders ist als bei anderen Sinnen, ist, dass Störungen des Geruchssinns eigentlich relativ häufig sind. Und da unterscheidet man also zum einen zwischen Erhöhungen der Wahrnehmungs- oder Erkennungsschwellen, also Hyposmien, oder das völlige Fehlen von Geruchsempfindungen, Anosmien. Und da ist es so, dass diese Störungen der Geruchswahrnehmung eben nicht jetzt vollständig sind, also dass man, es gibt auch Fälle, wo man gar nichts mehr riechen kann, aber oftmals sind es ganz bestimmte Gerüche, die einzelne Personen nicht riechen können. Und das liegt vermutlich an dieser großen Vielfalt von Rezeptoren. Also von diesen insgesamt 1000 Rezeptoren sind bei Menschen so 350 bis 380 aktiv. Und da gibt es halt Menschen, bei denen dann manche von diesen Rezeptoren aktiv sind und andere vielleicht nicht. Ja? Das bei einem 360 sind und beim anderen 363, und das führt dann dazu, dass ganz bestimmte Stoffe nicht mehr gerochen werden können. Und dazu wurde, also das haben wir auch lange total unterschätzt, aber irgendwann in den 70er Jahren wurde der Zeitschrift National Geographic in den USA so eine Duftkarte beigelegt. Und dann haben ganz viele Leser eben an diesen einzelnen Duftproben geschnuppert. Also jetzt in ganz vielen Modezeitschriften sind da Parfümproben drin. Ja, so war das damals. Und die haben dann auch zurückgeschrieben und gesagt, was sie jetzt riechen können, was nicht. Und da haben ungefähr 25% der Leser hatten da zumindest gewisse Einschränkungen. Und es kommt durchaus oft vor, eben, dass manche Leute ganz bestimmte Gerüche eben nicht erkennen können und andere schon. Also ein Beispiel ist also Androstenon, das ist eigentlich ein sehr unangenehmer Stoff, der in Achselschweiß und Urin enthalten ist, und die meisten Leute finden das unangenehm, aber es gibt einen Teil der Bevölkerung, die das gar nicht riechen kann. Die Anosmien, also wie gesagt, die sind oftmals genetisch bedingt, dass einfach dann die Gene für diese Rezeptoren bei bestimmten Menschen nicht ausgeprägt sind. Es gibt aber auch andere Gründe, die zu Riechbeeinträchtigungen führen. Entzündungen der Nasenschleimhaut sind irgendwie ein ganz häufiger Grund. Das geht dann natürlich wieder vorbei, kann aber auch zu dauerhaften Schädigungen führen. Ein weiterer Grund sind Kopftraumata. Also wenn man sich
den Kopf, so eine Schleuderbewegung oder den Kopf irgendwo anstößt, dann führt es häufig zum Ausfall des Geruchssinns. Und den Grund dafür, den werde ich Ihnen dann hernach gleich zeigen, wenn wir uns die Anatomie der Nase ansehen. Es ist nämlich so, dass die Nerven, die von den Geruchsrezeptoren kommen und dann zum Gehirn weiter in den Riechkolben weitergeleitet werden, die müssen durch so eine dicke Knochenplatte, die kribiforme Platte. Ja, und die Nerven, die ziehen sich da, die haben ganz feine Löcher, da gehen die Nerven durch und wenn es dann zu so einem Trauma kommt, schips, dann schneidet diese Platte praktisch die Nerven durch und meistens kommt es dann eben zu keiner Erholung mehr. Und der dritte Grund, dass im Alter also zunehmend zu einer Abnahme der Riechfähigkeit kommt. Also die Rezeptoren werden dann nicht mehr schnell genug erneuert und es gibt Schätzungen, dass ungefähr so die Hälfte aller 85-Jährigen eigentlich gar nichts mehr riechen. Also das sind die Störungen des Riechens kommen viel, viel öfter vor, als man glaubt. Und man wird selber natürlich, wenn man irgendeinen Stoff nicht riechen kann, wird man es natürlich auch gar nicht so recht merken, bis es eben gezielt untersucht wird. Die Einteilung der Geruchsqualitäten in sogenannte Duftsysteme, die ist extrem schwer, ja, weil es einfach physiologisch keine Grundlage dafür gibt, weil es einfach so eine Zuordnung zwischen Molekülen und Riechempfindungen nicht gibt. Es gab verschiedene Vorschläge, so in blumig, ätherisch, moschusartig, kampferartig, so, aber das ist eigentlich in der Wahrnehmung und danach im Verhalten nicht so repräsentiert. Also von daher lasse ich das hier in der Vorlesung auch weg. Man hat immer, was man immer schon angenommen hat, war, dass es von der Form der Moleküle abhängt, ob jetzt ein bestimmtes Molekül an einen bestimmten Rezeptor andocken kann. Und das glaubt man heutzutage immer noch, aber eben wie man dann von der Form der Moleküle zur Aktivierung von einer bestimmten Gruppe von Rezeptoren kommt, die eigentlich dann dieses Geruchsmuster, welche Rezeptoren aktiv werden, das bestimmt, wie irgendwas riecht. Und da die Verbindung, die hat man bisher noch nicht rausgefunden. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also das hier ist so ein Schema, wie die Duftstoffe sich dann von den olfaktorischen Neuronen hier, also in dem Fall hier, wird der Duftstoff von der Pipette ausgeschüttet und hier sitzen die Rezeptoren an diesen Zilien dran. Das führt dann zu einer Änderung des Membranpotentials hier. Ja, also hier zum Zeitpunkt 0 kommen die Duftstoffe aus der Pipette raus und dann kommt irgendwann das Membranpotential und das ändert sich dann ganz langsam. Und das ist schon ein massiver Unterschied zu den anderen Sinnen. Beim Sehen haben wir ja gesehen, wenn so ein Bild von einer natürlichen Szene, da reichen 70 Millisekunden kortikaler Verarbeitung und schon wissen wir, ob da ein Tier drauf ist oder nicht. Ja? Und mit 200 Millisekunden Latenz, ich zeige das Bild und 200 Millisekunden später ist das Auge schon auf das Tier gerichtet. Ja? Das geht wahnsinnig schnell. Beim Riechen dauert es mehrere Sekunden. Ja? Und die Frage ist natürlich auch, warum ist das Riechen jetzt so viel langsamer? Und also schon auf der Rezeptorebene. Aber es ist natürlich klar, dass die Duftstoffe selber sich auch eigentlich ziemlich langsam ausbreiten. Wenn irgendwo ein Geruch ausströmt, dann dauert es ziemlich lange, bis der Geruch zu Ihnen kommt. Ja, da kann man sagen, da geht es auf ein paar Sekunden dann nicht mehr so drauf an. Aber es ist ein
langsamer Prozess. Und also die Duftstoffe, es dauert schon lang, bis die zur Nase von außen kommen und dann bis die innen in der Nase durch die Riechschleimhaut diffundieren und an die Rezeptoren kommen, das dauert auch ziemlich lange. Das hier, da sehen Sie, wie die Moleküle hier die Nase einströmen und dann sitzen in der Riechschleimhaut in der Nase. Das ist ein Bild, mikroskopisches Bild von der Riechschleimhaut. So sieht es in Ihrer Nase aus. Und die Moleküle der Duftstoffe, die müssen dann durch diese Schleimhaut diffundieren, bis sie eben dann an diese Zilien, an diese Rezeptoren, die an den Zilien der Rezeptoren sind, ankommen. Die Zellen in der Riechschleimhaut sind ungefähr 10 Millionen Riechzellen, Stützzellen und Basalzellen. Die Basalzellen, das sind einfach die ungereiften Riechzellen. Also da kommt praktisch dann die nächste Generation der Zellen schon ran. Das Riechepithel selber wird von Schleim bedeckt. Hier gibt es spezifische Drüsen, die Bowmannschen Drüsen, die diesen Schleim absondern. Und bei Menschen gibt es ungefähr 350 verschiedene Geruchsrezeptoren. Ja. Das sind beim Sehen hat man 4 verschiedene Rezeptoren, wobei beim Tagessehen nur 3 verschiedene der Zapfenrezeptoren aktiv sind. Ja. Beim Hören gibt es eigentlich nur eine Art von Haarzelle. Und beim Tasten, da haben wir auch wieder ein paar verschiedene, aber 350 verschiedene, das ist schon ganz anders. Die Moleküle der Duftstoffe, die müssen eben dann diffundieren durch die Schleimschicht. Und das Diffundieren durch die Schleimschicht, das ist ein aktiver Prozess. Da gibt es Eiweißmoleküle, da docken sich die Stoffe an und die bringen die dann durch die Schleimschicht zu den Rezeptoren. Und die Rezeptoren an den Zilien, das sind spezifische Moleküle, die dann diese Duftstoffe binden. Und der Prozess ist hier jetzt dargestellt. Das ist in Linda Buck und Richard Axel. Die haben 2004 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin gewonnen. Und daraus kann man schon sehen, also 2004 für alle anderen Sinne, ja, da war das viel früher, also Jubel und Wiesel oder die Leute, die Prozesse in den Fotorezeptoren untersucht haben, die haben die Nobelpreise schon in den 60er Jahren gekriegt, der von Bekeschi, glaube ich 1961, also das Riechen war da schon deutlich hinterher. Und was Linda Buck und Richard Axel rausgefunden haben, ist praktisch, dass diese Duftrezeptoren, die haben die Gene gefunden, diese 1000 Gene, die für diese 1000 Duftrezeptoren empfindlich sind. Und in der Riechschleimhaut sind dann diese olfaktorischen Neurone und jedes dieser Neurone hat genau eine Art von Rezeptor an diesen Zilien. Das heißt, sie sind alle unterschiedlich. Und das haben auch Buck und Axel rausgefunden. Die Signale, die werden dann weitergeleitet über die olfaktorischen Neurone. Und hier sieht man in den Riechkolben, der Riechkolben ist hier. Und das hier ist diese kribiforme Platte. Und da gibt es, oder auch Siebbein genannt, ja, weil das wie ein Sieb ist, mit so ganz feinen Löchern. Und durch diese feinen Löcher, da ziehen die Axone der olfaktorischen Neurone durch. Und da kann man sich vorstellen, dass wenn eben dieses Siebbein so ein bisschen gestoßen wird, dass dann eben die Axone abschneidet. Und dann kommt es eben zu Störungen. Das ist die dritthäufigste Ursache für Riechstörungen. Im Riechkolben, da werden die Axone der olfaktorischen Neuronen neu sortiert. Also auf der Riechschleimhaut sind diese Neurone mehr oder weniger zufällig angeordnet. Also man hat so ungefähr 10 Millionen und dann
sind da die 350 verschiedene von den Rezeptoren haben. Das ist zufällig über die ganze Riechschleimhaut angeordnet. Und dann geht die Information in den Riechkolben und da wird die Information gesammelt von jeweils den gleichen Rezeptoren. Das heißt, ein bestimmter in einem dieser Kerne, die werden Glomeruli genannt, da gibt es jeweils nur eine Sorte von Rezeptor. Es gibt mehr Glomeruli, als es Rezeptoren gibt. Ja, ich habe gesagt, bei Menschen 350 verschiedene Rezeptoren. Wir Menschen haben ungefähr 6000 von diesen Glomeruli. Die Anzahl der Glomeruli sagt nichts über die Riechfähigkeit aus. Also Ratten haben vielleicht 2000. Das hängt wahrscheinlich eher von der Größe der Riechschleimhaut ab. Aber in jedem dieser Glomeruli ist eben nur, wird nur eine Information aus einem einzigen Typ von olfaktorischen Neuronen und damit Rezeptor verarbeitet. Und im Endeffekt ist es dieses Muster der Aktivierung von den verschiedenen Glomeruli, das festlegt, wie irgendwas riecht. Wenn man sich die kortikale Verarbeitung weiter ansieht, ja, hier ist das Riechepithel, da ist das Siebbein, der Riechkolben, dann geht es hier direkt in den primären olfaktorischen Kortex. Das heißt, es geht nicht erst in den Thalamus. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen dem Riechen und den anderen Sinnessystemen. Es wird auch nicht, werden auch nicht die Seiten verschaltet. Es ist nicht so, also alles, was aus dem rechten Gesicht, rechten Hälfte des Gesichtsfelds kommt, wird in der linken Hirnhälfte im visuellen Kortex verarbeitet. Es ist in den meisten Sinnen so, dass die Information überkreuzt wird. Beim Riechen ist es nicht so. Es macht auch insofern keinen Sinn, weil so richtig lokalisieren kann man beim Riechen das sowieso nicht. Die Information geht in den primären olfaktorischen Kortex und dann eben auch direkt in das limbische System mit Amygdala, das sehr, sehr wichtig ist für die Emotionen, und den Hippocampus, der für das Gedächtnis sehr, sehr wichtig ist. Und dann wird die Information auch weitergeleitet in den sekundären olfaktorischen Kortex, den orbitofrontalen Kortex. Und da, diese Region ist auch sehr, da wird auch Information hingeleitet über das Schmecken und auch ein bisschen über das Tasten und Sehen. Das heißt, das ist so eine Region, die für die Verarbeitung, für die multisensorische Verarbeitung von Gerüchen und Geschmäcken verantwortlich ist. Der Grund dafür, warum es jetzt nicht diese Vorverarbeitung im Thalamus gibt, das ist, kann eigentlich verschiedene Gründe haben. Ja. Also das heißt, ja, im Prinzip, also wenn man annimmt, dass der Thalamus dafür da ist, um die Aufmerksamkeit auf einen Teil der Reize zu lenken, dann könnte man sagen, dass eben die Düfte vielleicht alle wichtig sind, dass es immer eine wichtige Rolle spielt. Oder das würde also das Riechen irgendwie dem Riechen eine besondere Bedeutung geben. Oder man könnte sagen, ja, das Riechen ist sowieso so langsam, da muss man nichts mehr auswählen, das ist sowieso dann alles nicht so wichtig. Ja. Die Interpretation ist ein bisschen unklar. Die Folge ist auf alle Fälle, dass man durch Gerüche nicht aufgeweckt werden kann. Okay, jetzt wollen wir uns aber noch mehr anschauen, das mit der Topographie und warum das so schwierig ist. Also man kann mit hochauflösendem bildgebenden Verfahren sowohl im Riechkolben als auch in der Schleimhaut, das hier ist eine Aufnahme vom Riechkolben, das kann man sich vorstellen, das so einzelne Glomeruli, und die also praktisch den olfaktorischen Rezeptorneuronen entsprechen, also entweder im Riechkolben oder im Riechepithel. Das lässt sich mit bildgebenden Verfahren, also bei Mäusen und bei Ratten, sehr gut messen. Und wenn man dann sozusagen, hier ist so ein Beispiel dargestellt, ja, man hat einen Duftstoff, der
Wenn der gerochen wird, dann führt er zur Aktivierung von bestimmten Neuronen, die sind hier durch diese Kreise gekennzeichnet, durch die lila markierten Kreise, das ist im Umriss. Und dann gibt es einen anderen Duftstoff, der führt zur Aktivierung von diesen Neuronen, die innen lila ausgefüllt sind. Und es gibt Neuronen, die werden von einem Duftstoff aktiviert, es gibt Neuronen, die werden von einem anderen Duftstoff aktiviert und es gibt Neuronen, die werden von beiden Duftstoffen aktiviert. Und genauso ist es eben, wenn man das mit ganz vielen verschiedenen Duftstoffen macht, also hier die Reihen hier, das sind verschiedene Duftstoffe und das hier sind viele verschiedene von diesen olfaktorischen Neuronen, also die entsprechen dann praktisch den Rezeptoren. Und dann sieht man eben, dass jeder dieser Duftstoffe, also eigentlich relativ viele von diesen Neuronen aktiviert. Und man kann eben auf, von der Form dieser Duftstoffe nicht sagen, welche von diesen, wie das Aktivierungsmuster sein wird. Aber das Aktivierungsmuster, das legt dann fest, wie irgendwas riecht. Also Stoffe, die zu ähnlichen Aktivierungsmustern führen, die riechen dann auch ähnlich. Und Stoffe, die ganz unterschiedliche Aktivierungsmuster haben, die riechen unterschiedlich. Aber man kann, was man noch nicht kann, ist eben, so den Stoff zu nehmen, so ein neues Molekül, und sich das anzuschauen und dann zu sagen, wie das riechen wird. Das geht noch nicht und das ist das größte Problem. Hier ist es noch mehr illustriert. Ja? Also das ist so, wie man sich es vorstellt. Man hat verschiedene Duftstoffe, die haben so verschiedene Merkmale und dann gibt es unterschiedliche Rezeptoren, die für unterschiedliche Merkmale empfindlich sind. Das heißt, da kann sich dieser Duftstoff hier, der hat eben hier diesen Halbkreis, da kann er sich an den Rezeptor 3 andocken und er hat auch das Quadrat hier, da kann er sich an den Rezeptor 1 andocken. Und ein anderer Duftstoff, der würde ihm zum Beispiel an Rezeptor 1 und Rezeptor 2 andocken können. Und je nach Aktivierung von diesen verschiedenen Rezeptoren kommt es eben zu einer bestimmten Geruchsempfindung. Hier ist noch ein Beispiel gezeigt, verschiedene olfaktorische Rezeptoren, die chemische Struktur und dann sieht man zum Beispiel, dass hier Oktansäure, also das ist dieses Caprylsäure und Octanol sind also chemisch wirklich sehr, sehr ähnlich. Die führen aber zu ganz unterschiedlichen Aktivierungen hier. Also hier werden nur 4 von diesen Rezeptoren aktiviert, hier ganz viele. Und die riechen dann auch ganz, ganz unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Geruchsprofile. Man ist sich ziemlich sicher, dass die Aktivierung schon irgendwie hauptsächlich von der Form dieser Moleküle abhängen muss, dass es so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip ist, aber wie das genau funktioniert, das weiß man noch nicht. Das ist das große Rätsel beim Riechen. Man weiß, dass wenn das Aktivierungsmuster hier ähnlich ist, dann riechen die Duftstoffe auch ähnlich. Aber man weiß nicht, wie man von der chemischen Struktur von so einem Molekül auf diese Aktivierung kommt. Das ist das ungelöste Problem. Und da kann es halt sein, dass man es nicht weiß, weil es nicht möglich ist, oder man weiß es nicht, weil man einfach die Lösung noch nicht gefunden hat. Ja, und das ist das Problem. Wenn man sich das Ganze dann im Riechkolben ansieht und dann auch im olfaktorischen Kortex, dann findet man auch irgendwie eine Systematik, ja, dass die gleichen Stoffe oder ähnlich riechende Stoffe unterschiedliche, dann auch ähnliche Regionen aktivieren und unterschiedlich riechende Stoffe unterschiedliche Regionen. Und diese Aktivierungsmuster scheinen schon auch gleich zu sein bei verschiedenen Menschen oder verschiedenen Tieren. Das ist nicht irgendwie alles einfach nur zufällig. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich will jetzt am Schluss, wenn es ums Riechen geht, noch was zur Adaptation sagen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Befund beim Riechen. Also unser Geruchssystem adaptiert eigentlich sehr gut. Hier, was hier aufgetragen ist, ist die
Empfindungsintensität auf eine ganz leichte Konzentration von Schwefelwasserstoff. Also Schwefelwasserstoff ist eigentlich sehr, sehr giftig, darum ist da die Empfindlichkeit sehr hoch. Und wenn man hier einen ganz niedrig dosierten Reiz dauerhaft darbietet, ja, für 12 Minuten, dann sagen die Probanden am Anfang, okay, der Reiz ist sehr intensiv, aber dann nach 4 Minuten ist die Empfindungsstärke schon auf die Hälfte reduziert. Das heißt, man riecht den nicht mehr so stark. Und hier im Fall von Schwefelwasserstoff bleibt es aber dann auf einem konstanten niederen Wert. Es gibt andere Stoffe, die man dann gar nicht mehr riecht. Also hauptsächlich eben Stoffe, die nicht so eine potenziell schädlich sind und wo die Empfindlichkeit von vornherein nicht so hoch ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel Parfüm oder Rasierwasser. Ja. Wenn Sie selber sich morgens Rasierwasser oder Parfüm drauf machen, dann sind Sie an diesen Duftstoff schon ziemlich gut adaptiert. Und Sie adaptieren sehr, sehr schnell. Und da Sie dann eigentlich nichts mehr riechen, tun Sie ein bisschen mehr drauf. Das Problem ist, dass die anderen Leute sind nicht adaptiert. Die riechen das. Die riechen die Wolke schon von Weitem. Das heißt, da muss man eben das Wissen über diesen Prozess eingehen lassen, auf die Dosierung der Duftstoffe. Wenn die dauerhafte Darbietung vorbei ist, wenn man die beendet und dann den Duftstoff nur noch ganz klein dosiert, in 4 Sekunden Reizpulsen, dann findet eine Deadaptation statt. Ja? Dann nimmt die Empfindlichkeit hier wieder zu und auch die Empfindungsstärke steigt an. Das heißt also, das Einwirken von Reizen über längere Dauer, die führt zur Adaptation, die Empfindungsstärke nimmt ab, die Detektionsschwellen nehmen zu. Die Schwelle steigt anfangs schnell und dann langsamer und bleibt dann konstant und die Erholung hat dann genau den umgekehrten Verlauf. Das Ausmaß der Schwellenerhöhung ist vor allen Dingen von der Reizkonzentration abhängig. Je höher die Konzentration, umso länger dauert es, bis man vollständig adaptiert ist. Und also bis die Wahrnehmungsintensität sinkt und bei manchen Reizen kann es auch zu einer vollständigen Adaptation kommen. Das heißt, die Geruchsempfindung verschwindet ganz. Die Frage ist jetzt, also liegt es jetzt an irgendwelchen Prozessen, die in der Nase ablaufen, also an den Rezeptoren, oder ist es irgendwie zentral im Geruchskortex? Das kann man ganz gut untersuchen durch sogenannte einseitige Adaptation, wo man den Stoff erst an einem Nasenloch darbietet und dann an dem anderen testet. Und da findet man, dass im gereizten Nasenloch die Erholung bis zum Erreichen der ursprünglichen Empfindlichkeit ein bisschen länger ist als im anderen. Aber Adaptation findet in beiden Seiten statt. Das heißt, es gibt eine periphere Komponente und es gibt eine zentrale Komponente. Ein ganz, ganz bisschen seltsamer Aspekt beim Riechen und bei der Adaptation im Riechsinn ist die sogenannte Kreuzadaptation. Das heißt, davon spricht man, wenn die Adaptation an einen Duftreiz, sagen wir A, auch die Empfindlichkeit für andere, aber nicht für alle Substanzen herabsetzt, die wiederum bei Adaptation die Schwelle für den Duftreiz A erhöhen oder nicht. Das hört sich ein bisschen kompliziert an. Was es sagen soll ist, üblicherweise ist es so, dass wenn man 2 Sinnesreize hat, die einander ähnlich sind, dann kann man durch Adaptation an den einen die Schwelle für den anderen erhöhen und die Rollen auch umtauschen. Es ist alles immer symmetrisch. Beim Riechen ist es nicht so. Da kann es sein, dass man einen Duftreiz hat und hinterher kann man den anderen nicht riechen. Aber wenn man den anderen zuerst darbietet, dann hat es keinen Einfluss auf den ersteren. Ja. Das ist kompliziert, aber wenn man sich das überlegt, wenn Sie jetzt zurückgehen in den Folien und sich das mit diesem Aktivierungsmuster ansehen,
dann kann man sich leicht überlegen, dass eben je nach welche Rezeptoren diese Duftstoffe gemeinsam aktivieren können, eben solche Kreuzadaptationseffekte zustande kommen. Das unterstützt praktisch diese Idee der kombinatorischen Repräsentation. Und Riechforschung ist natürlich auch sehr, sehr angewandte Forschung. Also man will natürlich nicht nur Stinkbomben generieren, sondern man will natürlich auch Düfte generieren, die sehr, sehr gut riechen und andere schlecht riechende Düfte praktisch maskieren. Und das kann man durch Mischungseffekte erreichen, das können chemisch-physikalische Mischungseffekte sein, dass man, wenn man irgendeinen Duft beigibt, dass das dann den schon vorhandenen Duft in eine andere Richtung verändert oder eben auch Mischung im Sinnessystem. Und wenn irgendein Duftstoff in der Mischung sich durchsetzt und andere unterdrückt, dann spricht man von Maskierung und man sucht eben immer nach maskierenden Duftstoffen. Das Problem ist nur, also man findet dann auch irgendwie so diese maskierenden Duftstoffe, aber nach einer Zeit ist man derer dann auch sehr überdrüssig. Diese Raum- und Toilettensprays. Gut, dann kommen wir jetzt am Ende des Semesters, am Ende der letzten Vorlesung zum Geschmack. Und ich habe schon gesagt, der Geschmackssinn ist sehr rudimentär. Also im Prinzip müssen wir feststellen, ob irgendwas schädlich ist, dann ist es sauer oder bitter oder salzig oder nahrhaft, dann ist es eben salzig oder süß. Und der Geschmackssinn, der hat also praktisch eine ganz, ganz klare Aufgabe, wenn irgendwie Kalorien benötigt werden, wenn der Körper Energie zugeführt wird, dann finde was Süßes, wenn der Körper Salz braucht, dann finde was Salziges und guck, dass du nichts Saures oder Bitteres isst. Und der Geschmackssinn, der hat es super gemacht, über Millionen Jahren, über Hunderte von Jahren, bloß in letzter Zeit, da hat der Geschmackssinn Probleme. Und die Probleme kommen daher, dass die moderne Nahrungsmittelindustrie praktisch den Geschmack von den Speisen und die physiologischen Eigenschaften der Speisen dekorreliert. Ja, das heißt, es gibt jetzt Sachen, die schmecken süß, aber es ist irgendwie sind keine Kalorien drin. Oder, ja, das ist, glaube ich, das größte Problem. Und wenn der Körper eben Kalorien braucht und dann was Süßes zu sich nimmt, aber dann keine Kalorien kommen, dann wird ihm dieses Suchen nach Nahrung und dieses, dass man einfach was Süßes will, das löst dann irgendwann einfach einen Heißhunger aus, weil einfach die erwartete Sättigung nicht auftritt. Aber also der Geschmackssinn ist zunächst mal ein Nahsinn. Bei den meisten Höhenwirbeltieren, also bei Fischen, da kann er auch als Fernsehen dienen. Die Geschmacksempfindungen können nur ausgelöst werden, wenn die Reize praktisch in der Mundhöhle liegen, sodass sie Kontakt mit der Zunge haben. Und die Geschmacks- und Geruchswahrnehmungen sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Und der subjektive Geschmack einer Speise enthält immer beide Komponenten, da sie normalerweise auch zusammen auftreten. Das heißt, wenn man eine Nahrung vor sich hat und zu sich nimmt, dann strömen natürlich viele Duftmoleküle, also man nimmt die Nahrung dann in den Mund, da haben sie dann Kontakt mit den Geschmacksrezeptoren und die Duftmoleküle ziehen aber auch durch die Nase, aber auch durch die Mundhöhle ziehen sie dann auch noch durch die Nase. Und das heißt, die Geschmacks- und Geruchwahrnehmungen, die gehen immer ganz eng miteinander einher. Es wirken dann auch noch Wärme, Kälte, Druck- und Schmerzeindrücke mit, aber die sind nicht so wichtig. Die grundlegenden Geschmacksqualitäten
Also die sind vier Grundempfindungen, süß, sauer, salzig und bitter. Und es ist immer in der Diskussion, ob es jetzt vier sind oder fünf. Und dass die Frage ist, ob es jetzt diese Umami-Rezeptoren auch noch gibt und noch, ob das auch noch eine Geschmacksgrundempfindung ist. Umami würde man irgendwie im Deutschen als herzhaft bezeichnen. Und das Problem, also das Umami wurde erstmal in Verhaltensuntersuchungen postuliert, dass es auch noch so eine Grundempfindung ist. Und dann wurden praktisch alle Lehrbücher wieder neu geschrieben mit dem Umami. Aber jetzt zeigt sich eigentlich, dass das Umami doch anders ist. Also es gibt dafür zwar Rezeptoren, aber nicht im Mundraum. Also im Magen-Darm-Raum gibt es Umami-Rezeptoren, aber der aktuelle Stand der Forschung ist, dass das Umami nicht eine Geschmacksgrundempfindung ist. Aber das kann sich auch wieder ändern. Gut, diese Grundqualitäten, die werden durch verschiedene Substanzen hervorgerufen, also süß, alles was Zucker ist, Glucose, Saccharose, Saccharin, sauer, alles was mit Säure zu tun hat, Salzsäure, Essigsäure, Zitronensäure, salzig sind natürlich alle Salze, Kochsalz, Magnesiumchlorid, Natriumfluorid und bitter, Chininsulfat, Nikotin, Koffein. Also bei den bitteren Sachen, da merken Sie schon, also ich habe ja gesagt, sauer und bitter, das sind eigentlich Stoffe, die man nicht zu sich nehmen soll. Ja. Aber das hat unser Geschmackssystem natürlich erlernt, dass, und wenn man das am Anfang so niedrig dosiert macht, dass die dann auch belohnend und wenn das belohnt wird, dass es dann auch wohlschmeckend sein kann. Ja. Bitterlemon ist Chinin und Kaffee mögen natürlich ganz viele Leute sehr gern. Also da ist auch so ein bisschen die Dekorrelation von der ursprünglichen Funktion da. Biologisch gesehen dient der Geschmackssinn also der Bestimmung und Auswahl von Nahrungsmitteln. Ja. Bitter und saurer Geschmack zeichnet eben unter natürlichen Bedingungen Nahrungsmittel aus, die unbekömmlich oder vielleicht schädlich sind. Und die Empfindungen sind eigentlich subjektiv unangenehm. Und süße, salzige und Umami-Stoffe haben einen hohen Nährwert oder müssen aus physiologischen Gründen aufgenommen werden, eben um den Salzhaushalt des Körpers zu kontrollieren. Und die Empfindungen sind dann eher angenehm. Diese körperlichen Mangelzustände, ja, wenn entweder Glucose, Energie fehlt oder Kochsalz, die führen dann auch zur Entwicklung von einem ganz spezifischen Hunger für solche Stoffe, für süße Nahrung oder Salz, der sich dann in einem größeren Appetit und einem angenehmen Geschmack von diesen Stoffen äußert. Aber der spezifische Hunger, der wird vom Nervensystem ausgelöst und nicht von den Rezeptoren und das ändert auch nichts an den Geschmackssinneszellen und ihrer Empfindlichkeit. Die physiologische Bedeutung des Geschmackssinns für die Nahrungsaufnahme, die zeigt sich daran, dass wenn man Ratten sozusagen im Schlaraffenland einsperrt, das heißt, sie können da essen, was sie wollen, dann ernähren sich die richtig. Ja. Die essen nicht zu viel und die essen das, was sie brauchen. Solange der Geschmack dieser Nahrungsmittel korreliert ist mit den Eigenschaften, ja, dass eben Süßes auch Kalorien hat und so weiter. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ernähren sich heute die Ratten dann nicht mehr richtig und werden alle ganz dick. Beim Geschmackssinn gibt es noch eine Besonderheit, die ich erwähnen will, wo Sie wahrscheinlich auch schon Erfahrungen damit gemacht haben, und das ist die sogenannte Nahrungsmittelaversion. Lernen ist ja ein Prozess, der normalerweise
viele Durchgänge dauert. Ja. Sogar diese einfachen Konditionierungsprozesse mit dem Lidschlagreflex, ja, bis man einen Ton kriegt und dann kommt der Airpuff und dann blinzelt man und dann irgendwann blinzelt man schon beim Ton. Man muss das irgendwie oft wiederholen, bis diese konditionierten Reaktionen dann eintreten. Bei der Nahrungsmittelaversion, da kann man wirklich lernen in einem einzigen Durchgang. Das heißt, man isst irgendwas und dann wird einem furchtbar schlecht und dann wird man das nicht mehr essen. Das ist das, was man in einem Durchgang lernen kann. Und vielleicht haben Sie ja die Erfahrung auch schon gemacht, aber man kann es auch experimentell untersuchen, indem man Mäusen zum Beispiel, wenn man die mit Röntgenstrahlen bestrahlt, dann führt es zu Übelkeit. Und wenn man das immer macht, wenn man denen eben eine Saccharose-Lösung gibt, dann werden sie diese Zuckerlösung, die sie eigentlich mögen, eben dann in Zukunft vermeiden, schon nach einer einzigen Darbietung. Und das macht aber irgendwie auch Sinn, weil einfach, wenn es einem richtig übel wird, dann das zeigt ja irgendwie an, dass es was sehr, sehr Schädliches ist. Und man sollte es am besten nicht noch 10-mal probieren, sondern lieber gar nicht mehr. Und das Probleme gibt es dann natürlich, wenn man zum Beispiel eben so Strahlungstherapien oder Chemotherapien durchmacht, bei denen einem dann eigentlich ständig übel ist, als Nebenwirkung der Therapie, und unser Körper das dann aber mit den Nahrungsmitteln in Verbindung bringt und dann das eben zur Nahrungsmittelverweigerung führen kann. Das ist so ein richtiges Problem. Die Nahrungsmittel, die emotionalen Komponenten des Geschmacks, die sind zum Teil sogar angeboren. Und zwar, was das Süße und das Saure betrifft. Das ist jetzt ein Bild von nicht ganzem Neugeborenen. Ja, das Kind ist schon ein bisschen älter, da haben wir einfach die Tochter von einer Mitarbeiterin gekapert. Aber diese Experimente wurden auch wirklich mit Neugeborenen gemacht, und wenn man denen eben was Süßes darbietet, dann wird es von vornherein als was Positives empfunden und führt dann auch zu entsprechenden Gesichtsausdrücken. Und bei sauren Sachen, die werden dann eher als unangenehm empfunden. Das ist bei uns bei erwachsenen Menschen auch noch so, also da hängt aber die Empfindung auch von der Reizkonzentration ab. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel so, dass die meisten Menschen irgendwas, was ganz leicht bitter ist, sogar als ein bisschen positiv empfinden, bei salzigen Sachen noch mehr, bei sauren Sachen hier, aber dann, wenn die Konzentration sehr hoch wird, also wenn es ganz sauer oder ganz versalzen ist, dann ist es unangenehm, bloß beim Süßen. Es kann nie süß genug sein. Süß ist immer gut. Okay, und jetzt gucken wir uns zum Schluss noch an, wie es jetzt zu der Geschmacksempfindung kommt. Ja, also okay, die Rezeptoren, die liegen auf der Zunge. Das kann man sich denken. Und die Oberfläche der Zunge ist mit Schleimhaut bedeckt und da sind feine Erhebungen drin, die sogenannten Papillen. Und von den Papillen gibt es unterschiedliche, gibt es Wallblätter, Pilz- und Fadenpapillen. Die Pilzpapillen, die liegen insbesondere an den äußeren Zungenrändern. Die Wallpapillen, die sind deutlich größer und liegen hauptsächlich am hinteren Rand der Zunge. Und die Blätterpapillen, die sehen eben aus wie Blätter, darum heißen sie so, die Form dicht hintereinander liegender Falten und befinden sich am hinteren Seitenrand der Zunge. Bei den Erwachsenen sind die meistens ein bisschen zurückgebildet. Und dann gibt es noch die Fadenpapillen, das sind die man hauptsächlich hier sieht. Die haben keine Geschmacksrezeptoren. In diesen Papillen liegen die Geschmacksknospen. Ja, und die sind hier mit den afferenten Nerven verbunden und die Nerven, die ziehen dann weiter
zu den Gesichtsnerven. Die Geschmacksknospen heißen so, weil sie einfach die Form von Knospen haben. Und wir haben ungefähr 10.000 Geschmacksknospen. Das sind jetzt nicht allzu viele, aber wir haben ja auch nur diese vier Geschmäcker und man muss auch nicht die Position der Geschmäcker kodieren. Und die Geschmacksknospen, die erneuern sich ja ständig neu. Zwischen den Papillen, da gibt es dann auch noch Spüldrüsen, die praktisch dann dafür sorgen, dass die Speiseteilchen und Mikroorganismen fortgeschwemmt werden und auch die Konzentration der Reizstoffe an den Geschmacksknospen reduziert. So sieht das Ganze aus. Also hier haben wir die Zunge und da sind verschiedene Papillen. Hier ist eine Pilzpapille gezeigt. Hier sind zwei Geschmacksknospen gezeigt und diese Geschmacksknospen, die setzen sich zusammen aus so 40 bis 60 Zellen, sind wieder die Sinneszellen, die Geschmackszellen und dann diese Basalzellen, die dann wieder dann die neuen Sinneszellen bilden. Und am Ende dieser Geschmackszellen sind wieder so kleine Zilien und da sitzen die Rezeptoren drauf. Und von diesen Rezeptoren gibt es eben vier verschiedene, für bitter, süß, sauer und salzig. Bei sauer und salzig, da gelangen die Moleküle direkt in die Zellen, während bei bitter und süß, da docken die außen an und lösen dann über so sekundäre Botenstoffe Veränderungen in der Zelle aus, die dann wieder zum Rezeptorpotenzial führen. Ja. Die Darstellung hier ist eigentlich, oder nicht eigentlich, die Darstellung hier ist irreführend, weil an jeder Geschmackszelle hier, an jeder dieser Zilien gibt es eigentlich nur einen Typ von Rezeptor und nicht alle vier. Das ist nur zur Illustration. Und diese Geschmacksrezeptoren hier, die haben eine Lebenszeit von ungefähr 10 Tagen. Dann werden die wieder erneuert. Die wasserlöslichen Reizstoffe, die gelangen eben von der Zungenoberfläche zu dem Raum über den Geschmacksknospen und dann zu der Membran von diesen Mikrovilli, die von den Sinneszellen ausgehen. Und da entstehen dann die Potenziale und die werden dann wieder weitergeleitet. Eine Abbildung, die Ihnen vielleicht begegnen wird, in Lehrbüchern ist die hier links. Ja. Und die besagt, dass wir für diese unterschiedlichen Grundgeschmäcker, dass wir diese unterschiedlichen Grundgeschmäcker nur in verschiedenen Bereichen, der bestimmten Bereichen der Zunge wahrnehmen können. Ja. Dass also die Bitterrezeptoren alle hier hinten sitzen, am Ende der Zunge und die Süßrezeptoren an der Zungenspitze und die salzig und sauer hier am Rand. Das stimmt so nicht. Das hat man früher geglaubt, aber wenn man das genau misst und da wirklich Experimente durchführt, dann findet man, dass man wirklich in allen Bereichen der Zunge empfindlich für all diese Empfindungen ist, aber es gibt so ganz kleine Präferenzen. Ja? Diese, an der vorderen Zungenspitze ist man für süß ein bisschen empfindlicher als wir in den anderen Bereichen. Oder für bitter ist man hier am hinteren Rand empfindlicher als wie für, das hier ist bitter. Ist man hier am hinteren Rand ein bisschen empfindlicher als wie am vorderen Bereich der Zunge. Aber es ist nicht so, dass man eben nur in diesen Bereichen eben diese Empfindlichkeit aufweist. Bei der kortikalen Verarbeitung ist es so, dass eben die Fortsätze dieser Nerven aus den Geschmacksknospen, die ziehen dann über drei verschiedene Gesichtsnerven zum Thalamus, also Geschmackssinn wird im Thalamus verschaltet, und dann zum gustatorischen Kortex. Das ist also in frontalen Bereichen und dann in den orbitofrontalen Kortex, wo eben der Geschmackssinn dann auch mit dem Geruchssinn integriert wird. Und die Wichtigkeit, die
die Kombination von Geschmack und Geruch für unser Geschmacksempfinden haben, die kann man hier an diesen Ergebnissen sehen, die hier gezeigt ist. Also hier wurden verschiedene Geschmacksstoffe dargeboten und die Versuchspersonen mussten die identifizieren. Und die dunklen Balken, die geben an, wie gut die Versuchspersonen das machen, wenn sie schmecken und riechen verfügbar sind. Ja. Und es ist nicht verwunderlich, also Kaffee wird fast immer erkannt, Salzwasser auch, ja. Und, aber die meisten dieser Stoffe werden ziemlich gut erkannt. Die dunklen Balken, die sind immer so über, bei oder über 50%. Wenn man das Riechen ausschaltet, und man kann das ausschalten zum Beispiel, Sie können das ausschalten, indem Sie sich die Nase zuhalten. Ja? Dann ist diese, dann gehen die Duftstoffe nicht mehr über die Mundhöhle so in die, zur Riechschleimhaut. Und natürlich müssen Sie es auch mit verbundenen Augen machen. Ja? Aber wenn das dann gemacht wird, dann ist es extrem schwer, verschiedene Stoffe zu, richtig zu identifizieren, vom, rein vom Geschmack. Ja. Also das sind dann praktisch alle, für manche ist es ganz, ganz schlecht, aber auch für Zimt, ja, was man eigentlich, wo man denkt, Zimt ist schon sehr charakteristisch und intensiv. Funktioniert nicht mehr. Es ist wirklich die Kombination von Geschmack und Geruch, die wird auch als Aroma bezeichnet, die für die Identifikation von Stoffen sehr, sehr wichtig ist. Und die Geschmackswahrnehmung allein, die kann eben nur diese vier Grundbedürfnisse erfüllen. Okay, also Geschmack und Geruch sind chemische Sinne. Der Geruch ist speziell. Ich habe hier drei von diesen speziellen Merkmalen hingeschickt, also es gibt hingeschrieben, es gibt noch mehr, also die Sensoren, die regenerieren, wie auch beim Geschmack. Es ist ein chemischer Sinn, wie auch der Geschmack. Die Leistungsfähigkeit ist relativ gering, beim Geschmack ist sie noch geringer. Es ist wenig Gehirnmasse, wird aufgewendet für die Verarbeitung von Geruch und Geschmack. Und was dann ganz einzigartig für den Geruch ist, es gibt die Verschaltung ist ipsilateral, also umgekreuzt, die geht nicht über den Thalamus, ist direkt angebunden an das limbische System, was, für eine, was zu einer starken emotionalen Komponente führt, ist direkt angebunden an den Hippocampus, was eben diese große Rolle, die der Geruch im Gedächtnis hat, spielt. Und die Verarbeitung ist ganz, ganz langsam. Man hat ganz viele Rezeptoren, ungefähr fast 400 im Vergleich zu allen anderen Sinnessystemen, wo das maximal eine Handvoll ist. Die Ausfallhäufigkeit ist relativ hoch, vor allem im Alter. Und es gibt keine bislang erkennbare geordnete Topografie. Also es ist, man geht von einer kombinatorischen Enkodierung aus. Also es, der Geruch ist sehr speziell. Und Geruch und Geschmack arbeiten meist zusammen. Und das war es dann nicht nur für heute, sondern für das ganze Semester. Und ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie so schön gekommen sind.